Für die Fußballerinnen von Bayern München ist der große Traum vom erstmaligen Einzug ins Champions League-Finale geplatzt. Der Vizemeister verlor eine Woche nach dem 0:1 im Hinspiel trotz engagierter Leistung und über 20 Minuten in Überzahl auch das Halbfinalrückspiel beim FC Barcelona 0:1, 0:1, Mariona Caldenti, 45. 2 Foulelfmeter, traf für die Katalaninnen, die am 18. Mai in Budapest erstmals nach dem Henkel-Pokal greifen. Den Finalgegner ermitteln am späteren Sonntag der FC Chelsea und Seriensieger Olympique Lyon. In Spiel 1:2. Erst zum vierten Mal findet das Europacup-Endspiel der Frauen ohne deutsche Beteiligung statt. Der Meister und zweimalige Titelträger VfL Wolfsburg war im Viertelfinale an Lyon gescheitert. FC Bayern mutig, aber ohne Durchschlagskraft im Vergleich. Zum Hinspiel gingen die Bayern vor 12.764 Zuschauern im Mini-Estadi von Beginn an deutlich mutiger zu Werke. Doch es haperte wieder an der Chancenverwertung, wie etwa beim Lattentreffer von Nationalspielerin Melanie Leupolds 32. So endete die erste Hälfte mit einem Nackenschlag. Da Gina Lewandowski, die frühere Weltfußballerin, Ligue Madens im Strafraum zu Boden rang, gingen die Gastgeberinnen per Strafstoß in Führung. Nach der Pause blieben die Gäste im Vorwärtsgang und spielten ab der 70. Minute nach Gelb-Rot gegen Kira Hamraoui sogar in Überzahl, doch es fehlte die nötige Durchschlagskraft. Punkt. Let's block it's.